Hallo Leute, ja, wir sind im Lager. Ich habe ein bisschen was getan. Wir sehen hier die Pilze, die wir letztens gekriegt haben, werden ja zu marinierten Pirzen. Die haben Gai 7, das ist schon mal richtig gut. Aber das, was wir auf jeden Fall hier machen werden, ist jetzt dieses Ei hier rausholen. Das machen wir am Logo auf dem Großbildschirm. So, das war ja das düstere Riesenei. Das wollen wir jetzt mal holen. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wer das ist, ne? Weil diese tollen Geschichten daneben sind. Ein Erstfangbonus gibt's, aber ich kann ihn nicht jetzt erkennen. Na super. Wer das gemacht hat, weiß auch keiner, ne? Okay, das nächste Ei da rein, das ist dann auszubrüten in 5 Minuten. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Jetzt haben wir hier die Laterne, die wollte ich schon die ganze Zeit haben, ne? Die haben wir jetzt auch mal aufgegeben. Jetzt wollen wir nur gucken, dass wir die auch einsetzen können. Wo ist die Laterne? Müsste die hier nicht drin sein? Habe ich die doch nicht genommen? Falsche Taste. Komm du mal wieder rein. Hä? Ach, die ist schon da am Gürtel automatisch. Okay, ich dachte, ich müsste ihn noch equippen, ausrüsten. Wie weit ist der Pilze? Ah, die sind noch am Machen. Ich würde dann aber sagen, gehen wir los und in die weite Welt hinein. Da, wo wir wegkommen, da hinten wollen wir noch mal gucken, wie es da aussieht. Ne? Schnellreise, los geht's. So, das würde bedeuten, wir gehen jetzt hier unten noch ein bisschen weiter, gucken, was da so los ist, oder? Also ich habe die Vermutung, dass hier irgendwo eine Statue ist, ne? Deswegen gehe ich hier unten jetzt mal gerade lang. Da wäre es prädestiniert für gewesen, dass da eine Statue ist. Tja, war es dann doch nicht, ne? Da spiegelt sich wohl die Sonne. Aha, hier ist schon mal eine Kiste. Wenigstens etwas. Alte Bogenbauplan zweimal. Nichts Besonderes. Ja, sind wir auch schon fast rum, ne? Ist dann noch zu überlegen, ob wir hier noch weiter gucken. Super. Das hat ja geklappt, ne? Gibt es da keinen Felsvorsprung? Hier gibt es einen. Oh nein. Ein düsteres Ei. Ja, hier ist auch nicht so viel los, ne? Das ist ein normales Ei und da ist einer, der jetzt Agro ist, ne? Da brauchen wir noch welche von drei Leute, wenn es Leute sind, ne? Ist denn hier noch so einer irgendwo?
Haben wir geschafft und auch noch Level Up. Ja, weite Ebene mit nicht viel los, ne? Guter Startpunkt hier wahrscheinlich. Oh, da ist noch so ein Elch. Da sind diese Dire Wolves, bräunig. Karte einmal, Insel schon entdeckt sozusagen. Dann sollten wir mal hier rüber gehen vielleicht. Ich glaube, da lang müssen wir dann, ne? Und da ist der Riesenbaum. Ist das der Weg? Ne, ist er. Oh, warte, hier ist noch ein Endgegner. Dumut. Dann gucken wir doch mal, wo Dumut ist. Der muss ja irgendwo direkt vor uns eigentlich sein, oder? Der da hinten ist bestimmt, ne? Schauen wir mal gerade. Ja, da ist er. Oh, haben wir schon besiegt. Naja. Wollte den eigentlich noch, ne? Einfangen. Das hat nicht geklappt. Seltene Organe, antike Bauteile 6. Achso, antike Bauteile hatten wir letztens schon mal gefangen, ne? Die hätten wir natürlich jetzt dann mal einlösen können, ne? Aber das haben wir ja schon mit der Laterne vielleicht getan, oder? Weiß ich gar nicht. Ist das unsere richtige Richtung? Ja, kann man so sehen. Ja, der da oben, den könnten wir auch noch gebrauchen, bestimmt. Irgendwo höre ich doch so ein Zwirbeln wieder. Da muss doch irgendwo so einer sein, der sowas Besonderes an sich hat, oder? Ist das der hier? Ja. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Nehmen wir die nächste Kugel, dann klappt's. Ich weiß nicht, warum dieses Zwirbeln da war. Keine Ahnung. Und da hinten ist noch so einer, den wir noch brauchen, ne? Ah, da sind jetzt zwei, dooferweise. Leider auch tot. Vorhin der war ein bisschen widerstandsfähiger. Da hat das dann geklappt, ne? Oh, den brauchen wir auch noch. So, jetzt einfach darüber. Der ist da auch noch agro im Wasser. Aber ich kann auch im Wasser nicht kämpfen, oder wie sehe ich das? Aber der kann schon, ne? Und ich kann nicht schießen. Das ist ein bisschen doof, ne? Da brauchen wir nur noch zwei von. Und jetzt wollen wir hier durchs Wasser. Da hinten ist so ein Punkt. Wo ein Gegner ist, ne? Ein Dungeon. So, aber erstmal hier durchs Wasser. Ohne zu ertrinken, aber das müsste klappen, oder? Vergessene Insel.
Schauen wir mal, wie vergessen das hier ist, ne? Sphäre der finsteren Nacht. Level 23 ist das. Okay, da wissen wir schon mal Bescheid. Lass uns gucken, ob wir hier erstmal so einen Spawnpunkt finden. Aber der sieht nicht so aus. Vielleicht gehen wir ein bisschen in die Richtung. Lass uns gerade die Karte gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass hier oben vielleicht was ist. Angehender Paltrainer, okay. Den kann man doch bestimmt was fragen, oder? Hey, du bist auch ein Paltrainer, das sieht man nicht alle Tage. Ich will der Allerbeste werden, so wie keiner von mir. Wollen wir uns im Kampf messen? Aber keine Gefahr, Paltrainer kämpft um Leben. Du musst also bereit sein, deinen aufs Spiel zu setzen. Wie sieht's aus? Hast du Zeit für Duell? Nee, jetzt nicht. Wenn ich bereit bin, komme ich wieder vorbei. Ja, ich wollte erst den Sprungpunkt haben, das war mir jetzt wichtiger. Wird der hier markiert? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass da ein Punkt ist, aber ist wohl nicht. Kenne ich den schon? Robi? Es wird auf jeden Fall dunkel, das ist nicht gut. Was ist das? Das ist grün, ne? Ach, ist eine Sphäre. Gut, da hinten ist ein Lager. Nochmal gucken. Da ist ein Punkt. Dann gehen wir da doch erst hin. Tja, schauen wir mal, dass wir den schnell noch erwischen. Da müssten wir hochkommen, oder? Ja, sieht dann auch aus, dass es reicht. So sehen die Bäume in der Erde aus. Gucken wir mal, dass wir hier auch noch hochkommen. Da müssten wir eigentlich schon fast da sein, oder? So gefühlt. Karte. Da rechts ja größer. Ich sehe noch nicht, aber da hinten. Um diese Kekenruine drumherum. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir auch hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.